SSIO. Die ganz besonderen Spiele, die dir das ganz besondere Ende erreicht haben. Seit Jahren bin ich fasziniert davon, wie Visionals und Spiele im Allgemeinen Geschichten auf eine Weise erzählen können. In den wir sind. Ey, ihr könnt das. Ich kann das ja auf Twitter vielleicht posten und so. Kann ich da dein Ohr bitte zurücksetzen, um die virtuelle Maschine zu reparieren und zurück. Wait. What do you mean with virtual machine there? Okay. Side story. Let's begin this side story because I don't know what will happen here. Oh, that music. Oh. Okay, where are we? Okay, everyone. The Literature Club is starting. The beginning. Let's all have a seat and take attendance, okay? I'm Mr. Bay Club. Who knew it would be so difficult to start a new club? I feel worse with every day that passes without anyone coming in. Hello? Oh, suddenly a voice causes Monica to snap awake. Oh my gosh, I'm so sorry, I never do this. Is this the Nappy Club? Ohio, is that Saishobo or Ohio Natsuki? Sayori, yeah. Let's wipe to the music. No, this is... Monica pauses suddenly, embarrassed to admit that this is, in fact, the Literature Club. This is the Literature Club. Yay, I thought I got it wrong for a second. I'm super sorry. It was, like, so unprofessional of me to do that. Don't apologize. I do that all the time. Oh. Did I miss the club meeting? Where is everybody? Well, about that. This is everybody. Really? Just you? But we're getting more members. I'm working really hard on it. Hold on a second. If it's just you, that means I get to be the vice president. Wait, vice president? What are your qualifications? Well, I'm better at napping than you. I mean, that's a fact, actually. As president, Monica ensures that she's the first to arrive to the club room. But she finds herself waiting longer than expected for Sayori. It's been 10 minutes already. Maybe Sayori changed her mind about joining. No, that can be. She was so excited yesterday. But I'm getting kind of worried. Suddenly, Sayori comes bounding through the door. In her hand, she's holding a sheet of paper. Sorry, I'm late. I'm here. It's okay. Welcome back. And... Sayori spins over to Monica and deposits the sheet onto Monica's desk. Oh, what's this? Take my hand. Take my hand, take me forward, take me to your dreamland. Caution me to watch my step, so I can't look back at my footprints. Climb the stairs ahead of me, but I'll look up to you. The more I look forward, the more I look up, the more I can lend to you. If you can trust me to follow your pace, I'll trust you to set it. If you can trust me to lend you a smile, I'll trust you to return it. Take my hand, take me forward, take me to your dreamland. Hey, this is really good. You wrote this, Sayori? Oh, of course. Wait, no. That's the wrong side of the paper. Huh? I wasn't ready to share that yet. I'm so embarrassed. Monica flips over the paper. Written on the other side is a list of ideas for recruiting new club members. Oh, so this is what you meant to show me. But I'm curious now. Do you read poetry often? I do, but... Wait, what? I'm sure I'm not... anywhere near as good as it at it as you are. Really? I'm actually terrible at writing poetry. I've never written anything I was happy with. Like I always read it again after a week, after I write it, and I'm like, wow, this is so stupid. You want to go over this recruitment brainstorm together? My brain stormed so hard. It was like a brain hurricane. My brain is a natural disaster.
Derry dashes out of the room, leaving Monica momentarily alone. Monica sighs and starts jotting her thoughts on a sheet of paper. Express yourself. Be who you want to be. Make new friends. Last thing, somebody. Discover a new you. Discover your heart. Open your heart. Sorry. No. Write your heart out. That sounds weird. No. Write into your heart. Write the way into your heart. Write the way into his heart. Oh. Join the literature club. Write the way into your heart. Wow, that's lame. Monica! Ah, you're startling me. Sorry, but it's suffix important. On the way to my classroom, there was a car reading a book. Wait, what? So first... So after Sayori came... The club that I need the most? I don't get it. I just want to start a club with more passion. Something that I could use to help lead people to happiness. Literature is the key to that. Because it's the window to the real person inside of us. Underneath the person who's forced to always smile and blend in. The person who's forced to be perfect. Huh? Monica suddenly noticed a folder on the floor by her desk. Did Sayori leave this behind? I hope it doesn't have her homework in it. Monica opens the folder to check. Poems. It's a folder of poems. Become the flower. A feeling of joy is a flower plucked from the ground. The color, the scent. It's so pretty in my hair. Every day I pluck some flowers as though they grew just for me. A lifetime of peace and nourishment yanked away in an instant. All for me, all for joy. I need more. I need more joy. I need more happy. Pluck, pluck, pluck. Every day. Pluck, pluck, pluck. So pretty in my hair. Pluck, pluck, pluck. You're going to die. And you too. Beneath my feet, a flower stands alone. It beckons me to me. I twist the stem, freeing it from its clinging roots, caressing the final joyous moment between my fingers. But to what ends? I look in every direction. In the field I stand in, the preposterous field, its apparent wasteland, the fruits of my labor, the carnage of my joy, and that is why I've decided I must become the flower. What the... Wait, Sayori? Another day passes in a flash, and it's already time for the next club meeting. Although Monica should have come up with a plan for today's club tasks, she hasn't been able to shake her guilt and anxiety after reading Sayori's poem. I'm so stupid. How did I let myself be the center of attention? Sayori is going through these kinds of feelings, and I'm letting her comfort me instead of the other way around. What kind of club president does that? Ich habe die ganze Zeit nicht daran gedacht, mich nach ihren Gefühlen zu erkundigen. So viel zur der blöden Vision. Sayori betritt den Clubraum mit ihren üblichen Lächeln. Aber als sie die niedergeschlagene Monica sieht, weicht ihr Lächeln rasch einer besorgten Miene. Monika, ist alles in Ordnung? Es tut mir wirklich leid. Ich bin eine so schlechte Freundin. Hä? Worüber redest du denn? Du bist eine tolle Freundin. Monika schüttelt den Kopf. Ich habe dafür gesorgt, dass sich alles um mich dreht. Du hast es gestern ja selbst gesagt. Du hast mir gesagt, dass ich versuche, den Club zu machen, den ich am meisten brauche, richtig. Aber meine Probleme sind so banal im Vergleich zu deinem.
Sayori antwortet mit leiser Stimme. Wovon redest du? Als sie diese Worte spricht, verdüstert sich ihre Miene. Das Schweigen wird unterbrochen, als Sayori ihre Erkenntnis murmelt. Ich habe meine Mutter hier vergessen. Monika fällt keine Antwort ein und starrt nur vor sich hin. Ich war nun nicht bereit, das mit jemandem zu teilen. Jetzt machst du dir Sorgen um mich. Das will ich nicht. Aber warum? Wir sind doch Freunde, oder? Sayori nickt wortlos. Freunde stehen sich gegenseitig bei. Ich will genauso für dich da sein, wie du für mich da bist. Ein weiterer, langer, schwankender Moment vergeht. Schweigsamer Moment vergeht. Die Atmosphäre ist bedrückend. Monika reißt ein Blatt Papier ab und greift nach ihrem Füller. Sie drückt den Füller fest auf das Papier. Aber ihre Hand bewegt sich nicht. Stattdessen bildet sich ein kleiner Tintenfleck um die Spitze ihres Füllers. Monika setzt den Füller wieder ab und starrt auf den kleinen Klecks. Aus irgendeinem Grund fühlt sie den Zwang, ihn mit ihrem Finger zu berühren. As she does so, the black ink smears across the paper, ruining Monikas canvas. Wütend auf sich selbst drückt Monika den Füller erneut auf das Papier, sodass sich die Tinte sammelt. Sie macht einen zweiten Schmerzfleck. Stell dich nicht so an, Monika. Bewege einfach deine Hand. Monika schreibt. Das habe ich nun daran. Davon, dass ich Perfektion gesucht habe. Einen Makel. Monika schiebt das Blatt zur Seite und legt ihren Kopf auf den Tisch. Das ist nicht der Nap Club. Der Nap Club ist woanders. Klimaanlage scheint heute lauter zu sein. Ich bin da. Hi. Monika hört, wie sich Sayori dem Tisch näher und für einen Moment stoppt. Wahrscheinlich, um das Blatt Papier zu lesen. Dann nimmt Sayori am Nachbartisch Platz. Schlechter Tag? Mhm. Ich auch. Du auch? Das neue Flugblatt sieht so gut aus. Du hast so hart gearbeitet. Nicht für den Club, ich glaube auch an etwas anderem. Ich kann es nicht. Es tut mir leid. Es ist so schwer, einfach nur verletzlich zu sein. Sayori nimmt das Blatt Papier von Monikas Tisch. Sie schreibt etwas nieder und starrt dann eine Zeit lang drauf. Kann ich dir vertrauen? Natürlich. Du kannst mir alles anvertrauen. Sayori wirft Monika einen traurigen Blick zu. Monika erkennt das Signal und nimmt das Blatt von Sayoris Tisch, um es zu lesen. Manchmal möchte ich sterben. Hey, Stone! Sayori! Das fällt mir wirklich, wirklich schwer. Ihre Stimme zittert. Wenn ich es kann, dann kannst du es auch, weil du eine Million Mal besser bist als ich. Das stimmt doch gar nicht. Sayori atmet tief durch und versucht, sich zu fangen. Das ist der Literaturclub. Mein Vertrauen in dich ist größer als meine Angst. Mit diesen Worten steht Monika auf. Sayori hat wohl mehrere Tage gebraucht, um dafür den Mut aufzubringen. Waren es vielleicht Monikas vergebliche, aber aufdringliche Anstrengungen, die Sayori den entscheidenden Anstoß gegeben haben? Über das Geräusch der Klimaanlage kann man Sayoris bedachtsame Atemzüge hören. Monika schweigt, einfühlsam, während Sayori sich sammelt, um fortzufahren. Ich habe dieses Problem, dass ich mich total aufrege, wenn sich die Leute zu sehr um mich sorgen. Ich kann es nicht kontrollieren. Es fühlt sich an wie, warum verschwendest du deine Energie damit, dich um mich zu sorgen, wenn du einfach glücklich sein könntest? Deshalb erzähle ich niemandem etwas von diesem Gedanken, die ich habe. Es ist viel leichter, einfach zu lächeln. Das hilft jedem dabei, glücklich zu sein. Aber das ist ja schrecklich. Das will Monika eigentlich antworten. Sie hält sich aber zurück
weil sie fürchtet, damit das Falsche zu sagen. Es ist halt so, dass wenn jeder davon wüsste, würde man mich anders behandeln. Wenn ich mal nicht lächle, würde sich jeder gleich Sorgen machen und fragen, was mit dir los ist. Ich weiß das, weil es schon einmal so war. Die Jori hält inne. Sie scheint sich an etwas aus der Vergangenheit, aus ihrer Vergangenheit zurückzuerinnern. Ich will nur, dass alle glücklich sind. Das ist mir am wichtigsten. Und wenn ich die Leute in meinem Kopf sehen lasse, macht das niemanden glücklich. Die Jori hält erneut inne. Ihre Miene ist so ernst, dass sie fast wie eine ganze andere Person wirkt. Wie hast du den Mut aufgebracht, mir davon zu erzählen? Bist du denn nicht besorgt, dass ich zu diesen Leuten sehen werde? Bin besorgt. Ein Teil von mir hasst sich selbst dafür, das zu tun. Aber ein anderer Teil von mir spürte wohl, dass es diesmal anders sein wird. Wann immer wir darüber reden, was der Club bedeuten soll, fühlt sich für mich alles richtig an. Vor allem nachdem du dich auch sehr eingeschränkt hast, dich auszudrücken. Das gab mir einfach das Gefühl, dass ich dir alles anvertrauen könnte, und, ohne dass sich an unserer Freundschaft etwas ändern muss. Es ist schon komisch. Der Club besteht nur aus zwei Leuten, aber er bedeutet mir bereits so viel. Monika spürt, wie ein Gefühl in ihrem Herzen wächst. Ein Gefühl der Bindung, dass der Joris Emotionen zwischen den beiden fließen. Ich auch. War so verloren, bevor ich dich getroffen hatte. Du bist so tapfer, Sayori. Du bist stark und tapfer. Da komme ich bei weitem nicht heran. Monika tritt nach vorne. Aber wenigstens kann ich dir etwas Armungsenergie anbieten, wenn du möchtest. Oh. Oh. That's good. Ohne ein Wort zu verlieren und ohne zu lächeln, legt Sayori ihre Stirn auf Monikas Schulter. Durch diese Berührung kann Monika nahezu die Flut der Gedanken spüren, die durch Sayoris Kopf strömen. Und in diesem Moment bezaubert durch die Atmosphäre im Club. Wird Monika bewusst, dass sie nach all den Tagen des vergeblichen Wartens wirklich hofft, dass in diesem Moment niemand durch die Tür kommt. Sie spricht mit sanfter Stimme. Du bist das süßeste Mädchen, das ich je getroffen habe. Du kannst mir alles sagen. Ich werde dich niemals verurteilen. Versprochen. Sayoris Atem beginnt zu zittern. Sie atmet einige Male tief durch und versucht zu reden, um die Dinge zu sagen, die sie nie laut auszusprechen wagte. Schließlich spricht sie mit gepresster Stimme. Ich bin so wertlos. Bin wertlos und ohne mich wären alle besser dran. Sie unterdrückt ein Schluchzen, während eine Träne ihre Wange herunterläuft. Ich bin einfach für jeden eine Last. Oh Jesus, my heart, my brain, my everything. Ich bin zu nichts gut. Und es fühlt sich einfach so an, als müsste jeder mich ertragen. Und ich hasse das. Ich hasse das. Je mehr Sayori redet, desto mehr entgleitet ihre die Stimme. Sie wird von der Traurigkeit überwältigt, die sich in ihr ausbreitet. Ich möchte diese Gedanken nicht haben. Sie sollen verschwinden. Und jetzt musst du mich auch ertragen. Und ich möchte nur noch sterben. Als Sayori ihre Fassung verliert, ist Monika entschlossen, ihre eigene zu bewahren. Sie will nur das sein, was Sayori in diesem Moment braucht. Deshalb zeigt sie ihre Traurigkeit nicht. Ihre Stimme klingt sanft und einfühlsam. Das hat doch nichts mit ertragen müssen zu tun. Ich will nur deine Freundin sein. Monika spricht ein paar tröstliche Worte. Aber sie weiß, dass die Gedanken, unter denen Sayori leidet, viel am Platz sind. Sayori hat es selbst gesagt. Monika kann sie nicht auf magische Weise verschwinden lassen. Aber sie kann Sayori helfen, diese Gedanken zu bekämpfen,
so wie es jede gute Freundin tun würde. Du bist so wertvoll. Für mich und auch für deine anderen Freunde. Ohne dich wäre der Club nicht dasselbe. Ich meine das wirklich von ganzem Herzen. Dass du hier aufgetaucht bist, ist das Beste, was passieren konnte. Auch wenn wir nie weitere Mitglieder gewinnen würden, wäre ich immer noch glücklich. Du hast uns etwas gebracht. Du hast uns eine Vision gegeben und auch ein Glücksgefühl. Und das ist dir doch am wichtigsten, oder? Sayori antwortet nicht, aber Monika spürt ein sanftes Nicken. Es bedarf keine weiteren Worte. Beide umarmen sich noch für eine Weile. Monika gibt Sayori so viel Zeit, wie sie braucht. Als sie ruhig atmet und nicht mehr schnieft, hebt Sayori ihren Kopf und wischt sich die Augen. Ich glaube, das brauchte ich. Manche Tage sind schwerer als andere. Bin jedenfalls da, wann immer du mich brauchst. Aber ansonsten will ich darauf achten, dass alles ganz normal ist. Wenn es das ist, was dich glücklich macht. Danke. Du bist die Beste. Nein, das bist du. Beiden lächeln sich an. Weißt du? Entschuldige, wenn ich das so plötzlich anspreche, aber hast du schon mal überlegt, mit einem Experten darüber zu reden? Sayori nickt. Es macht mir Angst, weil es ohnehin schon so schwer ist, es den Leuten zu erzählen. Same. Ja, nun, es ist natürlich deine Entscheidung, aber wenn du jemals den nötigen Mut dafür suchen solltest, werde ich mein Bestes tun, um dir dabei zu helfen. Was ich jetzt sage, wird sich immer ewig ändern. If you got the big Zed, then please get somebody like Monika. Unlike Monika, basically Monika, just get Monika. Because you need somebody like Monika right now, if you have the big Zed. That's also why I like Monika for some reason. Wait. Danke. Zu wissen, dass du das tun würdest, hilft bereits. Sayori geht auf einmal und streckt sich. Wow, das hat mich aber müde gemacht. Und hungrig. Nun, du musst heute keine weitere Arbeit machen, wenn dir nicht danach zumute ist. Nein, ich will es aber. Ich meine, ich kann mit Sicherheit sagen, dass das eines der Dinge ist, die mich glücklich machen. Monika lächelt. Aber ich könnte vorher einen Snack vertragen. Das plötzliche Geräusch der Tür lässt die beiden ihre Köpfe drehen. Die Tür öffnet sich halb, aber nicht weiter. Ein Gesicht spielt in das Zimmer. Ein Gesicht, das vertraut wirkt.